So, liebe Leute, welcome back. Nochmal die letzten Wehen, bevor es wieder weitergeht aus der Winterpause. Ja, die katastrophale Winterpause, wenn man ehrlich ist. Hätte ja keiner mit rechnen können, dass wir so unter die... Aber das war mit Mancini schon fast klar, ne, dass der so billig weggeht. Was ist denn überhaupt wert, der Mancini? Wir gucken nochmal rein, der ist doch bestimmt mehr wert. Und für 2 Millionen wurde bezahlt. Naja, den Marktwert haben sie bezahlt. Jo. Scheiße. Haben sie uns den geklaut? Naja, gut. Da könnte man jetzt natürlich hergehen und Ersatz schaffen. Oder man nutzt die Chance und lässt die Jungs weiterlaufen. Montero nämlich zum Beispiel. Und das werde ich auch tun. Lassen wir Montero laufen, ne? Der wird das schon packen. Montero ist dann gesetzt. Zapf ist dann die Alternative. Trouet ist ja auch noch da. Hat der auch gespielt? Der ist nicht so wirklich in Form. In die Reserve. Müssen wieder die Jungs in die Reserve stecken, ne, die hingehören. Die Gente-Aktion in die Reserve. Ja, die waren ja nur eine Woche hier oben. Für die, oder zwei Wochen für die, fürs Trainingslager. Na, Aktion in die Reserve. So. Hab ich einen vergessen? Ich glaub nicht, ne? So, Bangura bleibt noch übrig, Marcos und Guiao, ja, das sind so die, ein bisschen Gas geben könnten, wenn sie wollten. Guiao nehme ich mal rein für Dawson. Der nämlich muss in die Reserveaktion. Der war noch der Beste gewesen, ne, im Spiel. Trainierst sensationell. Alles klar, und Aktion in die Reserve. Ich hoffe, die sind jetzt nicht sauer, weil sie wieder zurück müssen. Auf geht's. Bringt man es aber sauer dadurch. Ey, krass, oder? Man kann die nicht mal eine Woche hochholen, oder dass die alle enttäuscht sind. So, und dann habe ich gesagt, würde ich ganz gerne Schmidt jetzt in der Rückrunde hier drin sehen. Den Schmidt nicht. Der wird ausgewechselt mit dem Egelkraut. Und der Wehner wird ausgetauscht als Linksverteidiger mit Lochte. Habe ich da recht? Nee, habe ich nicht. Klappt ja gar nicht, hat eine 57. Und zwar Schmidt, Spielerinformationen, Details, muss aufgestellt werden, Stürmer, trainiert mit erster Mannschaft, nö. Lass mal jetzt spielt er mal die ganze Rückrunde, mal gucken, wie der sich entwickelt, dass er endlich mal von seiner 30 da wegkommt, das ist ja ein Zustand, nämlich gar keiner. Wir gucken mal hier nicht, dass der das noch drin hat, muss aufgestellt werden, nö. Bevorzugte Position, aber können wir reinnehmen, Stürmer. So, also Schmidt, 17 Jahre jung, alles noch vor sich, bisher nur Temperament am Start, sonst nix. Hoffen wir mal, dass er da ein bisschen Gas gibt jetzt. Und das ist unsere erste Mannschaft, die komplett eskaliert, da kannst du gar nicht reingucken, wie schlimm das ist. Freundschaftsspiel schnell ansetzen, komm, irgendwas gegen unsere A-Jugend. Habe ich jetzt das im Stadion gemacht? Ich hoffe nicht. Aber ist egal. So. Moral. Lüding. War's gut trainiert. Ich muss jetzt irgendwie das hochdrücken, Leute, weil das ist kein Zustand hier. Nach und nach mit denen hier quatschen. Kannst du nichts Gescheites sagen, dann sag lieber gar nichts. 3 Moralpunkte zugelegt. Vielleicht hilft ja... Da hilft nur gute Ergebnisse helfen da bloß. So, Zapf. Jo, 110.000 ist... Oh, Marktwert 420.000. Hallo, hier, Leute. Sollten wir mal wirklich anpassen, ne? Ach, weil die jetzt in der ersten Mannschaft waren kurz, ne? Habe ich mal ganz kurz unterbrochen, weil ich es noch zu Ende denken will. Okay, gescheitert, alles klar. 110.000, das wäre ja läppisch. Was? Warum habe ich denn eingegeben? Was habe ich denn da drin? Ausstiegsklausel.
Hä? Ach, Auslandsangebot! Oh, das wäre jetzt so bitter, ne? Oh, ich sage ja, wir spielen Hardcore, Leute. Wir spielen auf Hardcore. Lima. Ich muss den mal kurz in die erste holen, damit wir Ruhe haben. Irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Damit er wieder fröhlich ist. Scheiße, was ist denn der Wert? 1,2 Millionen hier. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht kann ich ja Spiel starten. So. 1-0. Sehr gut. Und in der Halbzeit, ich muss alle aufstellen, die so ein bisschen traurig sind. Guck mal, die Noten sind super. Sehr gut, sehr gut. Das hilft. Dass wir die A-Jugend abschießen, hilft der ersten Mannschaft, muss man sich auch mal vorstellen, ne? Nicht traurig. Gut, Lüding. Hoffentlich klappt das. So. Katsedis hat ein Tor geschossen, sehr gut. Okay. Schnell rein, gucken, was passiert mit Troué. Mancini war schon bitter, aber Troué wäre natürlich richtig hart. Oh, ist doch alles in Ordnung. Das Training geht an die Substanz. Wir sind schuld, dass es nicht richtig läuft. Uns fehlen neue Spieler, die auch mal auf den Tisch hauen. Ja, ich weiß. Wir laufen im Training zu wenig. Das rächt sich irgendwann. So. Troué kann gehen. Aktogan lädt ein. Aktogan. Sehr schön. Lädt alle zum Essen ein. Super letztes Spiel. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den anderen noch sagen kann. Super. Oh, Gott sei Dank, Leute. Es geht wieder ein bisschen vorwärts. Es geht wieder ein bisschen vorwärts. Naja. Hält sich in Grenzen, aber ist in Ordnung. Gottes Willen, ey. Was ein Zustand, oder? Nämlich gar keiner. Troué. Vertrag, Transferstatus ändern. Ich muss ein. Ey, fuck, Auslandsangebot. Wie bitter. Was habe ich denn da reingegeben? Troué weg. Mancini weg. Wölfel gut. Wölfel war jetzt nicht so schlimm. Den wollte ich ja jetzt abgeben zum Schluss, aber. Also, Troué wird mich jetzt schon ärgern. Na, wenn es Gehalt. Auch wenn die Ablöse stimmt, mein. Anyway. Aber wir wollen das Stadion noch schnell ausbauen. Ah! Stopp. Mama, stopp. Das sollte noch schnell passieren, das Stadion. Das sollten wir noch schnell organisieren. Boah, ist das bitter. Aber gut, so ist ja mal das harte Fußballergeschäft. Ich finde das, eigentlich ist es ja total geil, weil es total schwer ist dann, ne? Weil du dann, die, wo du so ein bisschen Hoffnung reinsteckst, ah, dann werden sie weggegeben, ne? Klar. Aber so ist die Welt, ne? Geht ja jedem Ausbildungsverein geht es ja so. Na komm, lad doch mal ein bisschen schneller hier. Warum dauert das jetzt so lang? Ich will in den Ding-Modus, genau. Ich will in den, wie sagt man da? In den Text-Modus nochmal. Ja, gescheitert! Yes! Sintflutartige Regenfälle, Spiel abgesagt, Tobias Knob verlängert. So, Gott sei Dank ist mit Troué gescheitert, aber haben wir gegen Leverkusen gewonnen im Hinspiel? Das ist ja der Hammer. Ajo, 2-0 haben wir gewonnen, ey. Das erste Spiel war ja so überraschend, genau. Da war ja was. Der Hammer. Okay, Troué ist gescheitert, sehr geil. Wir müssen irgendwie die Klausel rausstreichen, ey. Das ist der Hammer. Ah, gut, lassen wir jetzt mal drin.
Wenn wir sein Gehalt hoch genug machen. Vertrag. Okay, und der sagt aber das Erhöhen des Gehaltes. Dann schieben wir mal in die Reserve wieder, ne? Wenn das Angebot weg ist. So, alles klar. Das passt. Dawson ist gesetzt. Details. Bevorzugte Position OM. Muss aufgestellt werden. So spielen wir hier. Sehr gut. Der Rest, der erholt sich auch schnell wieder, würde ich mal sagen. Oh. Jubiläumsspiel. Sehr schön. Alles klar, erste Mannschaft. So, dann gehen wir mal rein ins News Center noch. Scout-Berichte. 5 Spieler beobachtet und Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Vertragsverhandlungen von Sebastian Trulli gescheitert. Sehr gut, wegen den Holstein Kiel 2. gegen Sylt. Muss leider kurzfristig abgesagt werden. Und Datenbank aktualisiert. Wir wollen ja den Aufstieg feiern mit der zweiten Mannschaft, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber sollte machbar sein, ne? Das schaffen wir schon. Wir haben ja schon, wow, 4-8 Punkte Vorsprung. Das sollte doch hinhauen. Das sollte doch hinhauen in der Rückrunde, dass wir das organisiert kriegen. So, dann wollte ich ja mal schnell abspeichern. Das ist immer ganz wichtig. Dann wollte ich noch einen Schluck Kaffee nehmen. Und dann wollte ich nochmal in die Infrastruktur reinschauen und das Stadion. Oh, das ist immer noch ausgebaut. Wie lange das noch? Immer noch eine Woche. Müssen wir noch warten, Leute. Wir können es nicht vorher ausbauen. Ich will es abwarten. Nicht, dass wir das jetzt löschen, dass wir in den Editor reingehen. Seidel. Ups. Wir müssen ja gucken, dass wir die mit Moral hier bearbeiten. Heinze, was ist denn dein Problem, Heinze? Was will er denn? Moral. Möchte, dass Paul Cassettis geht. Und möchte den Verein verlassen. Cassettis möchte den Verein verlassen? Problem ist, er hat eine feste Ablösesumme. Aber er ist so ein guter Spieler. Es wäre so schlimm, wenn Cassettis jetzt schon gehen würde. Ich will nicht, dass Cassettis geht. Soll doch Heinze gehen, wenn er gehen will. Schwierig jetzt, ne? Er hat mehr Potenzial. Cassettis oder Heinze? Heinze ist wie alt? 24. Cassettis ist 22. Vergleichen. Wahrscheinlich müssen wir uns von einem trennen. Korn Heinze sagt man ja so gerne. Wo ist denn Cassettis? Da ist er. So, Heinze ist in 13 Fähigkeiten besser. Paul Cassettis ist in 16 Fähigkeiten besser. Jetzt schon, mit 22, ja. 69 Grundstärke, 70 Grundstärke. Oh, dann ist doch alles klar. Erste Mannschaft. Ah, shit. Shit, müssen wir anders gucken. Momentan geht's halt alleine nicht. Momentan geht's nicht. Wir müssen nur ein bisschen hier arbeiten. So. Der ist jetzt schon besser als der Heinze. Dann gehen wir mal volles Risiko. 3,1. 2,5 Marktwert. Hohoho, jetzt gehe ich aber heiß vor, oder? Jetzt geht's aber los. Ich brauche Ruhe in der Mannschaft. Ich brauche Ruhe und Ordnung. Alternativ, die sind ja relativ jung, die Jungs hier. 22 ist noch kein Alter, aber ja, wenn anderes sehe ich aber auch nicht in der Position. Heinze oder Cassettis. In der zweiten haben wir leider, glaube ich, zentrales Mittelfeld, haben wir da keinen guten, ne? Außer Zerbe hier. Das wäre dann sozusagen, würde denn jetzt der langsam Platz machen für den Dawson oder eben für
Ja, und andere gibt es auch nicht, ne, der zentral spielen könnte bei uns im Nachwuchsbereich. Ist ein bisschen schade. Ich sehe ja auch keinen anderen. Da sind auch noch ein paar dabei, die echt richtig schwach sind. Werner, Vertrag, Spieler anbieten. Wehner, Wolfisberger. Ah, kann man gar nicht. Doch, hier unter Vertrag Spieler anbieten. Marktwert. Wir gucken mal, ob wir was finden für ihn, für die Jungs. Zerbe. Spieler anbieten. Koba. Da geht's dann, da wird's dann effektiv. Die werden dann besser schon ab 52. Da geht's dann ein bisschen vorwärts, ne? Genau. Aber die unten, das Urs Schmidt habe ich ja Hoffnung, dass der jetzt Gas gibt in der Rückrunde. Jo, Stimmung des Teams ist schlecht, ich weiß. Aber da haben wir gerade gesprochen. Wird. Ist gut trainiert, sehr verbessert. Jawohl. In Ordnung, haben wir ein bisschen Ordnung mal geschafft. Gucken wir mal. Also mit Kacetis jetzt in taktischer Vorsehung. Und Heinze würde sich dann so langsam verabschieden. Vielleicht finden wir sogar einen Käufer jetzt im Winter. Wäre natürlich besser als im Sommer. Obwohl er top in Form ist, ne? Der Heinze gerade. Aber der Kacetis auch. Die streiten sich halt einfach. Das bringt nichts. Wir kommen da nicht vorwärts. Das ist, die hängen einfach da in den Seilen. Beide wollen, dass der andere geht. Und solange das nicht der Fall ist, einer muss gehen. Und der Kacetis ist stärker vom Potenzial her. Dann müssen wir halt ein Machtwort reden, ne? Müssen wir halt eben jetzt durch, Leute. Dann gucke ich nochmal Stadion. Wie sieht's aus? Ach, immer noch eine Woche, ne? Jo, Mann, ey. Habe ich schon 10-mal geguckt, glaube ich. Ansonsten haben wir alles soweit, würde ich mal behaupten. Seidel, gucken, wie der reinkommt, ne? Muss viel. Ja, der streitet sich auch mit irgendjemandem. Saison sehr verbessert. Ach, gib dem Training einfach alles, sage ich ihm jetzt. Gucken wir mal. Wo hat der denn jetzt den Streitpunkt schon wieder? Wir gehen nochmal rein in die Teamdynamik. Lüding. Der tickt doch nicht richtig, oder? Komm schon. Ich kann den nicht hier oben behalten. Der zieht mir die ganze Moral runter. Das A-Loch. Aktion in die Reserve verschieben. Und tschüss. Giau dafür rein. Ja, ist wenig Platz, wenig Spiele momentan, die bleiben, aber wir haben ja, man muss ja sehen, unser Kader ist ja schon größer, ne? Die U23 darf man ja eigentlich dazu zählen, wo wir uns bedienen können. Von daher ist der Kader schon groß genug. Gut, Leute, also, wir gehen rein. Nicht die besten Voraussetzungen, um den Start der Saison, den Rückrundenstart zu starten. Auch jetzt werden wir sicherlich nie mehr so eine Überraschung liefern können wie in der Hinrunde gegen Leverkusen. Purer Abstiegskampf mit einer etwas verunsicherten Mannschaft, mit einem hoffentlich starken, soliden Seidel, der gut reinkommt hier in das Team, werden wir mal sehen. Und der Rest, ja, der Rest bleibt einfach abzusehen, wie es kommt. Gerade mal vier harte Gegner. Wow. Die hängen noch alle oben rum, ne? Hamburg Tabellenführer, Leverkusen ist hier Euro-Plätze und ja, Hoffenheim ist auch da oben dabei. Schalke, wo ist Schalke? Ja, die wären machbar, aber pff, gewinn mal gegen Schalke. Wie leicht ist denn das? Nämlich gar nicht. Wir gucken uns das an, wir sehen es. Wir starten gegen Leverkusen mit Hexmodus und Hoffenheim spielen wir dann zu Hause mal wieder 3D. Also, los geht's und ciao, ciao.